jetzt einfach einen Filter, wo man sieht, welche Haarfarbe einen eigentlich steht. Also ich bin komplett naturblond, ich habe meine Haare noch nie gefärbt und auch diese kleinen Mini-Strähnen hier, die sind natürlich, also die kommen irgendwie mit Sonne und im Sommer habe ich ganz viele von diesen Strähnen, voll cool. Und im Winter sind sie halt einfach dunkler, ist halt einfach so. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie meine Haarfarbe eigentlich aussehen sollte. Ah, ich habe gedacht so, hä, kommt die noch? Grau? Wirklich? Ich soll grau aussehen wie eine Oma? Oder ist es blau? Ist es grau oder blau? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Also wartet, wenn ich eine Oma bin, habe ich die richtige Haarfarbe oder was? Das meint jetzt nicht Ernst-Filter, oder? Das kann der Filter echt nicht ernst meinen. Also, Omi-Filter? Kann ich nicht glauben. Wir probieren das nochmal aus. Der Filter? Rot. Das sieht irgendwie weird aus, Leute. Es wird halt schlimmer. Da nehme ich lieber die Oma-Farbe. So rot finde ich jetzt eher nicht so. Auch wenn es pink sein soll. Ich liebe pink. Versteht ihr mich nicht falsch. Ich habe immer pink, 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 überall pink. Aber, nee. Aus dem Grund habe ich meine Haare noch nie gefärbt. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Blond. Oh Mann. Welche Haarfarbe habt ihr? Habt ihr euch eure Haare schon mal irgendwann gefärbt? Und was sagt der Filter bei euch aus? Gefällt euch das?